habe tatsächlich gestern versucht, einen WLAN-Router sozusagen in das Dachgeschoss meiner Tochter zu installieren. In dem Moment habe ich mir gesagt, vielleicht ist das gar nicht so gut. WLAN-Router haben typischerweise eine geringe Sendeleistung. Wenn man die Abstände, die in der Bedienungsanleitung angegeben sind, einhält, und das sind so ungefähr 20 cm, dann sind die Expositionen so niedrig, dass nachgewiesene Wirkungen auf die Gesundheit nicht auftreten können. Wenn man zusätzlich noch das Maß, in dem man den Feldern ausgesetzt ist, reduzieren möchte, hat man mehrere Möglichkeiten. Man kann beispielsweise den Abstand, den man im Alltag zu dem Gerät hat, vergrößern oder aber auch die Sendeleistung des Gerätes reduzieren. WLAN-Router nutzen, wie auch der Mobilfunk, hochfrequente elektromagnetische Felder zur Übertragung der Informationen. Die Geräte müssen Produktnormen erfüllen, die sicherstellen, dass Höchstwerte eingehalten werden. So kann es nicht zu nachteiligen Wirkungen auf die Gesundheit kommen.